Herzlich willkommen, Leute. Heute mit einer Deck-Vorstellung. Ich zeige euch heute eins meiner Lieblingsdecks mit Stahl- und Normal-Pokémon. Eine sehr schöne Kombo, wie ich finde. Ihr seht, Spiel insgesamt 26, 15 davon genommen, also etwas über die Hälfte der Spiele gewonnen. Muss natürlich noch etwas ausgebaut werden. Mehr Duelle machen, damit man auch wirklich Referenzen hat. Wer eins von zwei Spielen gewinnt, hat 50% Gewinnchance. Ist natürlich jetzt nicht so ausschlaggebend. Je mehr Spiele man insgesamt hat, desto besser kann man dann auch sehen, wie gut das Deck ist, logischerweise. Mein Deck habe ich Roar of Dusk genannt. Und ich werde es euch heute mal vorstellen. Und zwar habe ich folgende Karten drin. Einmal das Rayquaza, mehr oder weniger als Lückenfüller, beziehungsweise auch mit der Attacke Turbosturm sehr gut. Zwei Energiekarten aus dem Ablagestapel an ein Pokémon anlegen. Ist natürlich praktisch, wenn ich meine anderen Kombos nicht ausspielen kann. Abendmähne Necrozmage X. Auch eine sehr schöne Karte, mit der ich am liebsten spiele, wenn ich meine Kombo spielen kann. Mit Meteorsturm 220 Schaden direkt ohne Punkt und Komma. Dafür muss ich natürlich drei Energiekarten ablegen, was drei von vier sind. Das heißt, ich habe dann nur noch eine, muss wieder drei Runden warten, bis ich es benutzen kann. Aber das geht natürlich mit meiner Combo auf. Die Combo besteht nämlich unter anderem aus meinem Abendmähen Necrozma und aus meinem Magnetilo bzw. Magnesone. Damit kann ich nämlich beliebig oft, solange ich möchte, so viel ich habe, Stahlenergiekarten aus meiner Hand an eins meiner Pokémon anlegen. Ich kann auch verschiedene Pokémon wählen. So viele Energiekarten, wie ich auf der Hand habe, kann ich da natürlich auch spielen. Das wird sehr stark unterstützt durch meine Trainerkarten, Energiezurückgewinnung und auch natürlich durch meine Kraterberg-Stadion-Karte. Ich kann jede Runde zwei Stahlenergiekarten aus meinem Ablagestapel auf die Hand nehmen. Das ist natürlich OP. Ich lege drei Energiekarten ab durch die Attacke, kann mir nächste Runde durch Kraterberg zwei neue Karten holen. Mir fehlt also lediglich eine Karte pro Runde auf der Hand. Die ist eigentlich auch immer sehr gut zu schaffen, auch wenn ich nur 17 Energiekarten im Deck habe. Dafür kann ich durch meine Trainerkarten viel nachziehen, viel suchen, was ich gerade brauche. Ist natürlich sehr stark, diese Combo, wenn man sie spielen kann. Ich habe es auch schon oft genug gehabt, dass sie nicht gespielt werden konnte, wo ich dann ein bisschen traurig drüber war. Ich habe es auch schon oft gehabt, dass sie ziemlich schnell am Anfang spielbar war. Da haben dann die meisten schon aufgegeben, als sie gesehen haben, was da noch so auf sie zukommt. Ist natürlich dann auch langweilig. Als nächstes hätten wir Alola Dicta. Habe ich einfach nur drin, weil es angreifen kann, ohne Energiekarten zu benutzen. Ist der Vorteil von Alola Pokémon. Genauso wie Alola Dictry. Auch 30 Schadenspunkte, so viel Energiekarten wie ich habe, auf der Hand ablegen. Kann natürlich auch sehr, sehr stark sein, je nachdem wie viele Energiekarten ich dann auf der Hand habe. Aber meistens komme ich gar nicht dazu, Alola Dicta oder Dictry überhaupt als aktives Pokémon zu haben und diese Attacken zu nutzen, sind mehr oder weniger nur Lückenfüller. Dialga GX, auch eine sehr schöne Karte im Rainbow Design, auch nochmal hier im Reverse Design, bezieht sich eher auf die GX-Attacke. Ich kann zwischen den Zügen, wird ausgelassen. Ich bin danach direkt nochmal dran, also 150 Schadenspunkte. Danach direkt nochmal dran sein, das kann den Spielverlauf schon sehr stark ändern. Finde ich eine sehr gute Combo. Als nächstes hätten wir Flunkiefer mit Familienruf, zwei Basis-Pokémon auf die Bank. Ist auch praktisch, wenn ich gerade nicht meinen Necrozma oder mein Magnetilo zur Hand habe. Dann hole ich mir die einfach. Katagami, eigentlich nur drinne für die Fähigkeit, mehr oder weniger, weil eine Spezialenergie kann dann direkt vom Gegner Tschüss auf den Ablagestapel gelegt werden. Ist natürlich auch praktisch, ich habe wenig Gegner gehabt, bis jetzt die Spezialenergiekarten haben, aber es kam durchaus schon mal vor und dann habe ich das auch sehr gerne genutzt, weil es mir dann doch zwischendurch mal sehr stark den Arsch gerettet hat. Sturmschwert, 70 Schadenspunkte, ich kann alle Energiekarten, alle angelegten Karten an dem Pokémon und dieses Pokémon in mein Deck mischen, dann ist es zwar weg, aber ich verliere keine Preiskarte, beziehungsweise mein Gegner nimmt keine Preiskarte, das Pokémon wäre dann wieder geheilt und ich kann die Fähigkeit wieder nutzen. Die GX-Attacke,
nehme ich eigentlich nur, wenn ich gerade nicht gewinnen kann durch Besiegen und nur noch eine Preiskarte brauche. Ansonsten sind mir die anderen GX-Attacken doch schon wichtiger als diese hier. Trotzdem sehr, sehr starke Karte, wie ich finde. Als nächstes haben wir Lucario und Melmetal GX als Team-Tag. Eine wunderschöne Karte, zwei wunderschöne Pokémon, wie ich finde. Ich hoffe, ihr teilt die Meinung dann auch mit mir. Im Rainbow-Design, hier überwiegend nutze ich die Attacke Schwerer Einschlag, weil bis ich die spiele, habe ich meistens schon die vier Energiekarten dran. 150 Schadenspunkte, simpel und einfach. Metallwand GX nehme ich ganz gerne, wenn mein Gegner weiter fortgeschritten ist als ich. Er verliert einfach alle seine Energiekarten an seinem Pokémon und meinem Pokémon. Allen meinen Pokémon werden 30 Schadenspunkte weniger zugefügt, das ganze Spiel über. Finde ich, hat mir auch oft genug schon den Arsch gerettet. Einfach nur, wenn der Gegner dann wirklich schon seine drei Energiekarten dran hat, seine guten Attacken nutzen kann. Metallwand GX regelt, Leute. Ist eine sehr, sehr starke GX-Attacke. Dann natürlich mein Magnetilo. Zwei verschiedene. Einmal, dass ich Energiekarten suchen kann. Und einmal, dass das Magnetilo nicht besiegt werden kann, solange es auf der Bank ist, also keinen Schaden kriegt. Einfach damit ich eins nicht verlieren kann, solange es auf der Bank ist, um dann halt Magneton bzw. Magnesone zu holen. Magneton setze ich in der Regel gar nicht ein, genauso wie Magnesone. Die habe ich nur für die Fähigkeit drin, die sehr, sehr gut kombinierbar ist. Trotzdem mit der Blitzkanone, wenn es nicht anders geht, nutze ich natürlich auch die. Damit hätten wir die Pokémon durch. Energiekarten brauche ich nicht viel zu sagen. Stahlenergiekarte, Stahlenergiekarte in Holo. Müssen wir nicht groß drüber reden, kennt sich jeder mit aus. Die Trainerkarten sind insgesamt bei mir 26 Stück und auch am meisten. 17 Pokémon, 17 Energiekarten. Ansonsten Brief vom Professor, zwei Basisenergiekarten suchen. Ist natürlich auch gut für die Combo. Alles auf meine Combo ausgelegt, Energiekarten, Ablagestapel in die Hand nehmen. Brauchen wir nicht großartig drüber reden. Hyperball, genauso wie Nestball, einfach nur damit ich mir Pokémon suchen kann, die ich gerade brauche, sei es jetzt mein Necrozma oder mein Magnesone, Magnetilo etc. Rettungstrage natürlich auch drinne. Entweder ein Pokémon aus dem Ablagestapel in die Hand nehmen oder drei Pokémon aus dem Ablagestapel ins Deck mischen. Je nachdem, was ich gerade mehr brauche, nutze ich das natürlich dementsprechend auch taktisch. Sonderbonbon eignet sich sehr gut, eigentlich auch nur in meinem Deck für mein Magnesone, falls ich das auf der Hand habe. Und mein Magnetilo auf der Bank habe, kann ich es direkt entwickeln, ohne dass ich mein Magneton brauche. Ist teilweise sehr praktisch gewesen, spare ich mir nämlich eine Runde zum Entwickeln. Timerball, auch hier kann ich mir Entwicklungs-Pokémon suchen, auch sehr gut kombinierbar mit dem Sonderbonbon. Einfach nur schick. Kraterberg, wie schon erwähnt, zwei Energiekarten pro Runde aus dem Ablagestapel auf die Hand nehmen, ist natürlich super. Braucht man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Solange der andere keine Stadionkarte hat, bleibt die einfach. Und solange er kein Stahldeck hat, muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass es für ihn zum Vorteil ist. Hier nochmal in Holo, damit ich auch ein bisschen was Glitzerndes im Deck habe. Angler, vier Basisenergiekarten vom Ablagestapel auf die Hand nehmen. Auch sehr schön, falls ich mal wirklich kein Kraterberg zur Hand habe, hilft mir der auch schon gut weiter. Als nächstes haben wir Bromley oder Bromley, je nachdem wie ihr ihn aussprechen wollt. Jeder, also ich darf aussuchen, welches Pokémon von meinem Gegner getauscht wird. Wenn ich das mache, muss ich natürlich auch eins tauschen. Ist praktisch, wenn ich ein starkes auf der Bank habe und eher ein starkes als aktives. Somit kann ich das Spiel eigentlich sehr gut wenden. Sind ja auch sehr gerne drinne. Ich ziehe sechs neue Handkarten. Die alten Handkarten kommen zurück ins Deck, somit gehen sie nicht verloren. Finde ich sehr schön, wenn man mal wirklich nur Müll auf der Hand hat oder keine Handkarten mehr hat. Einfach nur, damit ich meine Energiekarten kriege. Elima auch nochmal schön, um den Gegner wirklich schön eins reinzudrücken. Jeder Spieler mischt seine Handkarten ins Deck, wirft eine Münze. Bei Kopf darf man sechs Karten ziehen, bei Zahlen nur drei. Kann natürlich auch mich treffen, aber da bin ich eigentlich immer sehr optimistisch. Gladio habe ich auch sehr, sehr gerne drinne. Einfach aus dem Grund, ich darf mir meine Preiskarten angucken, weiß, was mir im Deck fehlt, weiß, was ich mir als nächstes holen kann und sie wird mit Gladio getauscht. Also ich kann mir jederzeit, wenn ich Gladio ziehe, durch meine Preiskarten eine neue holen. Finde ich sehr, sehr praktisch. Jasmin hier als schöne Vollbildkarte.
Ich durchsuche mein Deck nach einem Stahl-Pokémon, nimm es auf die Hand, zeige es natürlich meinem Gegner. Wenn ich als zweites am Zug bin, darf ich mir 5 anstelle von einem suchen. Habe ich leider so noch nicht spielen können, aber trotzdem, auch das eine reicht manchmal schon aus, um mein Blatt ein bisschen zu wenden. Lebel, 3 Karten von unten aus dem Deck ziehen, brauchen wir nicht viel zu sagen. Ist eigentlich nur dafür da, um meine Kombos ausspielen zu können. Hier auch nochmal in Holo. Lilly genauso, einfach nur zum Nachziehen, dass ich meine Kombokarten kriege, dass ich besser aufgestellt bin. Pokémon Fanclub auch hier wieder in Vollbild mit dem süßen Mobei im Vordergrund und einem kleinen Kind, was ein Pichu-Kostüm trägt. 2 Basis-Pokémon und direkt auf die Hand, dann wahrscheinlich dann logischerweise auch direkt in die Bank gelegt. Das ist eigentlich immer nicht verkehrt. Hier nochmal als normales Artwork. Professor Kukui, auch einfach nur um 2 Karten zu spielen, spiele ich auch oft, ohne dass ich die 20 Schadenspunkte in Anspruch nehme oder nehmen kann. Einfach nur, damit ich ziehen kann, was für mich sehr wichtig ist in diesem Deck. Tali auch wieder, da sind wir wieder beim Ziehen. Ne? 3 Karten ziehen ist eigentlich wunderbar. Das waren dann auch schon meine Trainerkarten, Energiekarten und Pokémon-Karten. Falls ihr das Deck nachbauen wollt, ich lasse jetzt hier nochmal langsam, aber sicher die Stückliste durchlaufen, damit ihr euch die in Ruhe angucken könnt. Wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes und starkes Deck. Einfach nur, weil ne, 26 oder 25, 26 Duelle, 16 oder 17 davon schon gewonnen gehabt. Ich bin immer wieder positiv von diesem Deck überrascht. Ich habe auch schon einige Duelle gehabt, da haben mir wirklich einzelne Schlüsselkarten wirklich komplett den Sieg gebracht, obwohl ich eigentlich schon am Verlieren war. Was natürlich dann auch sehr, sehr schön ist, wenn der Gegner sich dann natürlich sicher fühlt, denkt sich so, ha, den kriege ich, den habe ich nächste Runde tot und dann komme ich, spiele nochmal eine Combo aus und habe das Blatt für mich gewendet. Ist natürlich sehr, 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 sehr schön für mich. Falls ihr noch andere Karten, falls ihr das Deck nachbaut und noch andere Karten reinbaut oder austauscht oder falls ihr noch Tipps habt, was man da vielleicht noch besser machen könnte, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich schaue es mir in Ruhe an, probiere davon auch einiges aus, wenn mir die Kombinationsmöglichkeiten gefallen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch und hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.